Hallo und willkommen zurück zu This Merchant Life. Wir werden jetzt erstmal weiter nach Randos und diese Quest abgeben. Und ja, da können wir jetzt eigentlich auch gar nichts kaufen. Waffen könnten wir kaufen, die sind aber da auch günstig. Das macht wahrscheinlich wenig Sinn. Ja. Ja, und dann gehen wir hier die kaufen und bringen die runter nach Randos. Ja, jetzt kriegen wir da erstmal Geld, wenn wir da heile ankommen. Ja, Pililing. Dann haben wir hier Predators on the Road to Woodford. Da will ich ja sowieso hin, das machen wir. Und dann können wir hier nochmal gucken. Security, da müssen wir wieder halt noch Leute ersetzen. Was ist das? Security Bonus versus Soldiers. Ist prinzipiell nicht verkehrt. Der ist sowieso verletzt und läuft fast aus. Dann nehmen wir den mit. Den Brawler würde ich auch noch ersetzen, wollen aber nicht gegen das hier, das ist Schrott. Dann ja. Completed. Woodford. Da können wir mal gerade noch gucken, eventuell, dass wir irgendwas mitbringen. Die wollen nur. Naja, Wolle, das macht aber wenig Sinn. Wir können noch gerade gucken bei Kingdom. For sale. So, Woodford hat Buildings, Donate Wedding, To Wedding, Protection Festival. Da kann man aber nicht sehen, was die dafür haben wollen. Na gut, dann reisen wir dahin. Hier war jetzt auch nur die Mission, richtig? Collect expensive gift at Woodford, then return here. Für 138. Ne, danke. Ja, reisen wir rüber. Moderate. Aha. So, dann haben wir noch 6, dann setzen wir den dahin. Den dahin. Ja, ist halt wieder ein bisschen eng. Jetzt habe ich keinen Einser mehr, dann stelle ich den einen weg. Den. Und dann verheizen wir eher den. Mhm. Oh oh. Oh oh. Da setzt gegen den hier, kann den nicht gewinnen. Movement. Retten. Ja. Ja, das ist okay. Die Mission ist failed, aber das war schon okay so. Das wäre sehr ärgerlich gewesen, wenn da einer draufgegangen wäre. Jetzt müssen wir natürlich erst recht wieder die Leute nachrüsten. Die sind aber Schrott. Die hole ich trotzdem, weil sie nichts kosten. Missions.
Ja, damit bin ich jetzt aber auch ein bisschen vorsichtiger. Was war denn hier an Buildings? Reputation. Da können wir noch gar keinen Zugriff drauf. Und die sind sowieso immer nicht vorhanden. Ja, dann kaufen wir Wein. Aber nur 18. Ja, okay, die sind auch günstig. Ja. Reisen wir wieder runter. Also langsam habe ich kein Geld mehr. Ah, die haben jetzt einen Demand davon. Dann behalten wir die hier. Das wird jetzt verkauft. Und dann reise ich einfach wieder zurück. Und verkauft das da, was ich da gerade gekauft habe. Donate, das können wir vergessen. Wir sind alle recht heavy. Old Soldier, der ist gut. Dann werde ich einen hier von feuern, den hier. Mhm. Ja, dann reisen wir da einfach wieder zurück und verkaufen den Kram. Ja. Da kann ich hier noch gerade. Das macht vielleicht Sinn. Ja. Naja, reich bin ich natürlich jetzt auch nicht geworden. If outnumbered. Marauders. Die, das ist aber fast nix. Das macht auch keinen Sinn. Der ist halt immer noch böse angeschlagen. Ein Oxton ist am anderen Ende der Welt. Und das hier ist auch ungünstig. Dann werde ich wohl erstmal wieder zurückreisen und nach. Nehmen wir noch Banfans. Sie sollten doch eigentlich was verlieren. Ja, dann werde ich wohl nochmal nach Archon zurück und mit denen. Und die hätten eigentlich Inspiration bekommen sollen. Die sind ein bisschen seltsam gerade drauf. Ja, dann werde ich mit denen mal da spielen gehen. Gucken wir mal, ob wir hier noch eine Quest bekommen. Explore. Pick up Gift Coin. Das haben wir schon ein paar Mal jetzt. Deadly Pack on the road to Woodford. Deadly Pack. Da kann man halt nicht sehen, wie schwer die tatsächlich sind. Horrors, 4000. Collect Traveler at Woodford, then return here. 155, das ist dann. Da bräuchte ich was dazwischen quasi. Kaufen wir das ist da unten auch nicht viel wert.
Wie sieht es mit dem Wein aus? Ist da auch nichts wert. Ich könnte da Holz verkaufen gehen. Ne, ich reiß jetzt da mal runter. Dann halt ohne Quest. Aber mein Geld geht jetzt aus. Naja, das war nix. Conspirators on the road to Randos. Monsters. Urgent message at Randos, then return here. Das könnte man eventuell machen. Machen wir erstmal hier. Ja, 24 und also das war etwas seltsam. Die hätten eigentlich Inspiration bekommen sollen. Perform. Das mit den Schwertern. Song Theme Protests haben wir nicht. Dann nehmen wir einfach mehrere Sachen mit der Laute noch, wo die halt mitspielt. 10 von 40. Pur. Ja, Rest passt. Das hier könnte ich machen. Hier ist halt im Moment überhaupt nichts mit angeboten. Das können wir günstig haben, aber das will halt niemand. Ja, Serenity. Nehmen wir das, dann müssen wir hin und her reisen. Und das lohnt sich eigentlich nicht wirklich, aber damit können wir ein bisschen Zeit totschlagen, sage ich mal. Kann ich hier irgendwas mit einpacken? Eisen, hey. Ich könnte hier diese Hemden oder was es sind mitnehmen. Cloth. Ja, viel mehr macht das nicht aus. Travel. Achso, und hier können wir nochmal gerade gucken, ob ich wen anheuern kann. Security. Der ist gut. Damit ersetzen wir den. Einmal noch den Poor Mercenary. Das ist selber. Hire. Mhm. Speed Boosts, ja. Mhm. Collect. Verkaufen. Pack on the road to Woodford. Urgent message to Woodford. Und hier die Donate. 42. Können wir damit noch Geld machen? Ne, nicht wirklich. Das müssen wir wieder nach Archon bringen. Ja, machen wir das. You find yourself with an afternoon. Okay, afternoon off. Dann machen wir mal einfach Earn. Intel Found, Silverholz, Burnish. Und 1000. It was weird, really, how people asked you to deliver things nearby, which they could easily have taken themselves. Still, a healthy return in coins made the chasing around on errands worthwhile. Mhm. Naja. Ah, der ist jetzt 2. Theoretisch könnten wir die natürlich auch mitnehmen und versuchen.
Ja, machen wir das. Travel. Very easy. Über zwei Seiten. Na, die haben mehr Stärke hier. Die hätte ich natürlich andersrum, aber das kann man halt nicht wissen. Sehr gut. Movement. Sauber. Waffen. So, oh, die können wir verkaufen. Und das auch. On the Road to Randos, das nehmen wir auch wieder mit. Medizin könnten wir, will aber gerade auch keiner. Dann machen wir noch Explore. Haben wir wieder das. Machen wir Listen. People seem pleased that you care about their petty problems enough to nod along. Ja. Wie viel brauchen wir denn da jetzt überhaupt? 5700. Okay, dann wieder nach Randos. Battle. Glück gehabt. Movement. Ja. Assign. Batsch. Nothing looted, 200 Erfahrung. Abgeschlossen, wunderbar. Deadly Pact to the Road to Woodford. Da will ich aber jetzt eigentlich nicht hin. Ich will die abschließen. Etten. Woodford. Das reparieren wir. Das wäre natürlich auch sinnig, das möglichst früh zu bauen, nehme ich an. Back to Archon. Hier haben wir jetzt auch keine Angebote. Dann werden wir mal runterreisen. Die wollen aber auch absolut nichts gerade. Dann, naja, das ist aber jetzt schon blöd. Das ist halt wieder 2 Tage hin und zurück. Dann machen wir das. Mal gucken, ob wir. Dann ist es egal, eventuell bricht die halt ab. Woodford. Und. Ach so, hier haben wir noch den Typen. Okay, Moment. Ja, nehmen wir auch noch. Security. Bonus gegen Banditen. Ja, gut, Bonus gegen Banditen ist jetzt auch nicht der Hit. Dann lassen wir das. Woodford. Können wir da noch was hinbringen? Nö. Moderate. Okay. 3 Seiten.
King's Soldiers. Fünf Verteidigung, wir haben sieben Verteidigung. Wieso hat er denn die 7 Verteidigung? Oder ist das ein Fehler? Naja, das macht überhaupt keinen Sinn. Da haben wir nur 4. Naja, gut, aber das ist zumindest die kleinste Gruppe. Das könnte funktionieren, wenn ich halbwegs vernünftig würfel. Das war nichts. Das hier ist zu brutal. Wir haben 1. Ich glaube, den Barrack lasse ich sterben. Und der rettet sich jetzt. Nichts geschafft. Das gibt's doch nicht. Deployment, dann setzen wir hier noch einen dazu. Aha. Dann setzen wir hier den noch dazu. Naja, aber das ist natürlich hier Injury. Johanna seems to be in an unusual talkative mood, which is to say, she appears willing to talk to you at all. You confess that you feel as though you know nothing at all about her, since she gives so little away in words and gesture. Ask a question to me then, merchant, and I will try to answer honestly, she says. It's very clear that you will only get one question here. What defines something as a monster? Where's the Silver Sun HQ? Why did you join the Silver Suns? I didn't have much of say in the matter. Adopted as an orphan, not all of us become hunters, of course. I showed a natural aptitude from a young age. Apparently I destroyed every training dummy they put in front of me, she says, with an air of wistful pride. Okay, collect. Damit habe ich die andere Quest natürlich jetzt auch verloren, die mir besseres Geld gegeben hätte, aber das ist dann halt dumm gelaufen. Outlaws on the road to Rundos. Den können wir anheuern. Das. Ja, da muss ich aber wieder die Füße stillhalten. Ja, das bringt natürlich fast nichts. Handeln können wir da quasi auch nicht. Desperation breeds crime and disorder and banditry, and these are truly desperate times for many. It's harder to feel sympathy for people when they have their swords leveled at you, though. They don't want to mess with you. These bandits are smart enough to know when to back off. Ah ja, okay. Hunter's Guild, find creature sightings in Serenity, a Lancer or Arrow. Das kann auch wieder überall sein. On the road to Etten. Das ist zumindest nebenan. Die sind auch wieder fit.
Mach mal das. Atten. Da können wir jetzt auch so nichts machen, aber. Mhm. Gegen Soldaten. Ja, machen wir das so. 1700. Ja. A moving library. It's fairly common to see a cart of some kind heading in the opposite direction. Often it turns out to be a local farmer, so villagers heading to the nearest town. This cart looked much like all the other on the horizon, but as it approaches, you quickly detect that it's rather notable. It appears to be some sort of traveling library, a rickety construction apparently, on wheels and seeming to defy physics by moving along and not collapsing. It has a wooden roof and what appears to be a working chimney, which cannot be a good idea inside a moving vehicle. The traveling librarian, an earnest and surprisingly young fellow named Sebastian, explains that he has a world-class selection of books available to buy or to borrow. Borrow a book. The librarian is happy to lend you a book for a small fee, which he requires up front. It's. Und die wollen Waffen haben da? Very easy. Battle. Okay. Okay, mit dem Hero. Machen wir noch den und den. Ja. Ja, 4 Schaden, ja, gut. Bop. Ah, shit, verklickt. Na, ist egal, das sollte egal. Trotzdem. Kein Ding sein, genau. Eine Waffe. Puh. Weaponsmith. Den können wir verkaufen. Die Waffe können wir auch verkaufen. Viel bieten sie dafür aber jetzt nicht an. Wohl können wir kaufen und runterbringen und dann könnten wir da trotzdem Waffen hochschaffen. Können wir Waffen vielleicht hier selber machen? Ne. Woodford, Serenity. Die bieten auch keine Waffen an. Ja, einmal eine Fuhre könnte ich von Randos rüberholen mit den Waffen. Bringt zwar jetzt hier nichts, aber... Ja. Archon oder Lancer. Ne, ich reite einfach so wieder runter. Ich kaufe aber Wolle. Die ist super günstig. Runter. Kaufen. Ja, machen wir hier Explore. Na, hat man auch schon. Na, da ist zu langsam. Always attacked first. Na, das bringt's nicht. Fine Blade to Arrow. Pack on the road to Atten. Ja, da will ich ja sowieso hin. Die nehmen wir. Donate, das wollen wir nicht. Und dann... Waffen. Naja, wahnsinniger Gewinn ist das nicht. Reisen wir hoch. Aber wir haben halt jetzt diese Quest noch dazu. Und in der Taverne war nichts zum Anheuern. Nichts Gescheites. Dann hoffe ich mal, dass das hier gut geht. Ja, very easy. Also das ist halt sowas von überhaupt nicht verlässlich.
stellen wir einen in jedem Sektor ab. Bei dem müssen die Kleinen rein. Und dann setzen wir hier noch einen weiteren rein, damit wir hier einen höheren Wert haben. Aber, naja, für die wird es hier auch ein bisschen ungesund. Ne, nur drei, das ist kein Problem. Da habe ich passend aufgestellt. Hier oben ist ein bisschen zu viel Power drin. Ja. Okay, da machen wir Bewegung. Setzen wir den Starken nach darüber und den hier rüber. Ja, das war nicht so gut. Gestorben. Movement. Ja, habe ich halt zuerst ein bisschen Pech gehabt. Da muss ich jetzt halt für 2000 den wieder neu anheuern. Ja, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Evidence for Watch in Lanza, Randos, or Woodford. 750, die mache ich. Ja, das mit den Waffen war blöd. Nach Woodford für 750. Naja, da kann ich jetzt im Grunde auch nichts machen. Dann reisen wir wieder runter. Ah, die Healer. Request healing for yourself. Hatten wir ja auch schon mal. You're healed. Bravery, Wits. Mission. Archon 4000. Evidence. Serenity Lancer. Das könnten wir vielleicht nehmen, aber... den können wir erstmal wieder nehmen. Solange wir nichts Besseres haben. Fighter. Gegen Bandits. Ne, dann nehme ich lieber hier den. Also der... Die schicken uns jetzt nach Woodford, war das. Machen wir hier einmal Explore. Ja, wieder dasselbe. Creature Sightings in Serenity, Lancer or Archon. Das kann ich jetzt gerade nicht brauchen. Dann reisen wir nach Woodford. Da können wir auch nichts hinbringen. Search. Da haben wir Pratchett. Der wäre besser als der da. Wobei das dem Veteran ist ein bisschen, naja. Naja, nehm ich, lass mal Riley. Hier können wir quasi nichts Gescheites kaufen. Ach, das müssen wir wieder nach Aton hochbringen. Shit. Missions. Deserters on the road to Randos. Das machen wir. Oxon, Lancer, Arrow. Ne, Lancer, then return. Ja, okay. Wieder runter. Very easy. Aber wieder drei Seiten. Der hat nur einen Hitpoint. Er darf da jetzt mal was für sein Geld tun.
Moment, die stelle ich weg. Die kommt dahin. Der. Falsch. Der dahin. Der dahin. Mhm. Mit einem. Ja, dem sein Bonus war Grütze. Oh oh. Mhm. Mission failed. Da können wir jetzt auch nichts machen. Tavern können wir nichts anheuern. Security Bonus vs. Soldiers. Nee. Ja, Moment. Bewege ich mich halt nicht wirklich vorwärts. Dafür schaffe ich gerade zu wenig Missionen. Und habe jetzt hier auch wenig im Handeln. Ja, reisen wir wieder dahin und bringen die Quest weg. Ignore them, das hatten wir auch schon mal. The Ants don't seem particularly offended that you don't want to give them any grain. They apparently take it as one of the drawbacks of being misunderstood insects. You shake your head, they form the word okay and then head back to their nest. Mhm, mission complete. Explore. Okay, Etten is famous way beyond the borders of Peregrine for its weaponsmiths, renowned both for quality and quantity, both extremes being handled by various smiths and guilds based here. Even the taverns have vaguely dangerous sounding names. The raised halberd, the blade itself, use heavy attack to break parries, the bleeding edge, and so forth. Museum. Visit the Etten Museum of Weaponry. Tavern at the Bleeding Edge, Tavern of Drink, Shops. Pursue the various specialist weapon outlets here. Shops. While talking with a particularly enthusiastic sword seller, you realize what has been bothering you about Etten since you arrived. Weapons here are always couched in the language of security and defense, a way to protect yourself and those you care about. Having been on the pointy end of more than a few blades in your time, it feels like they're only telling half of the story. To be fair, you're not above selling weapons yourself, though, and you make some good connections. Mm-hmm. Marauders. Ah, Henrik, aber im Moment können wir... Der war rot, den wir brauchen. Ja, die würde ich jetzt gerade nicht machen wollen. Da ist überhaupt kein Handelspotenzial. Dann reise ich leer wieder zurück nach Randos und dann wieder nach unten. Hilft gerade alles nichts. Was bietet der an? On the road to Woodford. To Etten. Ich müsste aber auch mal wieder zurück zu den Hoshis, ja. Kann ich da irgendwas rüberbringen? Above average price, eine ganze Menge. Wie beispielsweise Felle. Kräuter.
Wein nichts. Trauben nicht. Wein ja und dieses. Das gibt's hier aber auch nicht. Waffen waren auch günstig. Eisen, Wolle. Machen wir das damit noch voll. Und dann geht's runter. Ohne Mission. Escort to safety. Mhm. Running seems sensible. Bravery. Verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Ja. Morale from Victorious Battles. Die sind aber auch wieder nicht besonders toll. Die haben jetzt hier ein Angebot. Cut Price. Achso, machen wir erstmal das hier. Wobei, je nachdem wie lange das hält. Das hält noch lang genug. Ich könnte das auch erst einmal rüberschippern. Ja. Stolen valuable. Mal. Ich hoffe aufs Beste. Vier. Da können wir auch noch Alkohol kaufen. Nach Randos. Ne, okay, dann reisen wir hier rüber. Laufen wir nochmal. Okay, Search. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Oh, Waffen für 218. Kann ich nicht brauchen. Starting Fighter Morale Kingdom Wide. Vielleicht gibt es auch irgendwo eine Stadt, womit man noch weiter mit einer Gilde sich einen zusätzlichen Punkt holt. Also dann müssen wir wieder zurück. Mission. Ja. Okay. Also haben wir jetzt erstmal wieder einen Kampf. Moment, hier können wir dieses Pottery-Dings da kaufen. Ja. Very easy. Mhm, diesmal haben wir nur zwei. Links müssen die Einser rein. Ah, okay, da haben wir jetzt den einen Einser, der bringt nichts. Bonus First Round of Battle. Andererseits, den können wir jetzt, die agieren ja in der ersten Runde quasi als Zweier. Das geht schon. Ja. Das da oben war nicht so gut. Okay. Setzen wir den hier oben noch zu. Mhm. Okay.
Ja, und das war's dann. Movement! Move, move, move! Ja, alles schon voll. A despondent merchant, you know that look, those slumped shoulders. A fellow merchant stumbles despondently along the road. Ach, das hier habe ich noch. Ja, muss ich mal gucken, ob ich das mache. Along the road, while you are stopped at camp nearby, and you call out a greeting to him. His mood seems to visibly lighten a little as he walks toward the fire, dropping his pack down heavily alongside him. Whenever you see merchants, you have to carry all their wares on their backs, you say a small prayer for your caravan and horses, helping to save you from a hunched over destiny. He is clearly as delighted as you are to have a fellow trader to talk to, and you both discuss the various highs and lows of decent adventures. He explains that his last trip was a complete bust. He has ended up with a pack full of stock that he could not sell and now has to carry all the way home. He's happy to sell it to you for a discount if you're interested, and it'll save him carrying the rest of the way home and having to sell it for a less anyway. Kann man nicht. You apologetically explain that you can't buy anything of him right now. Okay. Ja. Ach so, hier, die müssten wir noch musizieren lassen. Das habe ich auch irgendwie verplant. Die, ja, genau, die sollten jetzt hier verkauft werden. Und dann müssten wir nach Serenity hoch. Festival. Market prices increase in this region. Mhm. Nach Randos. Randos. Was anderes habe ich nicht mit. Den jetzt da hinzubringen macht überhaupt keinen Sinn. Das breche ich ab. Oder ich lasse es mal aktiv, aber ich nehme die beiden hier an. Und dann geht's nach Randos und da werde ich den Rest hiervon noch verkaufen. Wir können außerdem noch Klamotten kaufen. Ne, gibt's hier keine mehr. Ja, das war's. Mhm. Mal gucken, ob das gut geht. Moderate. 2, okay. Das heißt natürlich jetzt auch nicht zwangsweise, dass das funktioniert. Ja, auch mal so. Glück gehabt, okay. 5, da oben muss man schon ordentlich was aufbringen, um da durchzukommen. Okay. Den können wir hier unten hinsetzen. Wunderbar. Oh, Waffen sind jetzt hier teuer. Ordentlich teuer. Und da habe ich auch ein Achievement jetzt für den Verkauf von dem Zeug bekommen. Und Heiz könnten wir kaufen.
Wie sieht's denn hier mit Eisen aus? Ne. Was wollt ihr? Donate? Ne. A Road to Aten, das könnten wir nehmen. Oder ich nehme, ich guck mal, wo das hier mich hinführen würde. Nach Lancer. Ne, ist doof, das machen wir nicht. Ja, gehen wir nach Aten. Das passt. Dann kaufe ich hier das. Felle. Naja, da, aber das ist auch wieder, das sind zwei Wege weiter. Dann kaufe ich die Felle hier auf. Und dann gehen wir nach darüber erstmal. Very easy. Zwei Seiten. Noch drei. Aber 5 Angriffskraft. Ja, das passt wohl. Ja. Atten. Ja, sehr gut. Die verkaufen wir hier komplett. Dann machen wir hier mit den Wagen voll. 222. Das dauert noch 3, wenn wir das machen wollen. Ich meine, das bringt halt nur Ruf. Marauders in the Road to Serenity. Was haben wir hier? Wieder nichts. Guardsman. 3, aber der macht auch nur 1 Schaden. Nehmen wir den. Und dann mache ich hier Gilde. Da kaufe ich das jetzt einfach für die 15.000. Kaufe das hier komplett auf. Ja. Was hatte das überhaupt hier gebracht? Road Security on all roads ist auch nicht so verkehrt. Dann fahren wir dahin, bringen das weg. Kaufen da eventuell auch noch Waffen. Ja. Easy. Easy, aber das sieht mir nicht nach easy aus. Ich habe nur noch
einen, den ich da hinstellen kann, oder ich muss einen wieder einpacken. Dann packen wir den ein. Aha. Drei, drei ist natürlich schon fies. Ne, der war falsch. Den Rodan, wie ist er, heißt er? Wo ist er? Der kommt weg. Den stelle ich hier hin. Ja, wenn ich... Der kann, glaube ich, überhaupt nichts machen. Der sollte aber möglichst überleben. Die sollten eigentlich ganz... Ja, wenn es... Aha. Sehr gut. So, dann setzen wir den hier ab. Movement. Da müssen wir vor allem Dingen durchkommen. Mhm. Den dahin. Movement. Da gibt es natürlich jetzt auch Waffen als Belohnung. Ne, nothing looted, okay. Blim blim, Mission abgeschlossen. By all. Dann mal wieder ein Peasant. Der ist nicht verkehrt. Dann würde ich diesen, den Typen rauswerfen und den heilen. Ach, shit, kein Geld für. So, Missions. Travel Wolves to the Road to Aten. Das machen wir. Und dann muss ich hier auch wieder einen Schnitt machen. Dann werden wir beim nächsten Mal wieder zurück nach Randos und also erstmal nach Aten. Da Waffen noch abholen, dann nach Randos und da alles verkaufen. Hier mal wieder ein Kampf. Aber es geht vorwärts, würde ich sagen. Und Stufenanstieg kommt auch bald wieder. Da habe ich aber so langsam auch nicht mehr viel, was ich da machen kann. Eventuell auch wieder sparen. Jetzt habe ich natürlich da 15.000 für ausgegeben. In Aten. Aber... Ja, ich rede mir einfach mal ein, dass das sinnvoll war. Dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denne!